Servus, Grüezi und hallo zu einer weiteren Folge Schoki Banoki Daily. Eure Portion? Tageswissen. Angeberwissen. Angeber-Tageswissen. Tagesangeberwissen? Angeberwissen. Eure Tagesdosis Angeberwissen. Ja. Ja. Habe ich ja. Egal. Ja. Ich bin der Sashi und das ist der Pujan. Und wir müssen uns noch auf den Titel einigen hier. Ja. Wir haben heute den 6. September. Und am 6. September haben wir auch ein Geburtstagskind, das ganz berühmt ist. Und zwar Laila Kay aus Göteborg. Laila Kay sagt jetzt wahrscheinlich nichts, hat aber bei Dr. Alban, Dr. Alban Hello Africa, Hello Africa, tell me how you doing. Genau, und da hat sie halt mitgesungen. Das war diese da hat sie halt mitgesungen, ne? Da hat sie mitgesungen? Also, da hat sie mitgesungen. Also genau. Hat er generell mitgesungen. Nicht, da hat sie mitgesungen, sondern generell. Also generell, ja. Genau. Am 6. September 2006 kommt in Japan erstmal seit 40 Jahren im Kaiserhaus wieder ein männlicher Nachwuchs zur Welt. Prinz Hisahito. Gesundheit? Ja, ja. Hisahito steht in der Thronfolge der japanischen Kaiserhaus, des japanischen Kaiserhauses nun an dritter Stelle damals. Ne? Ah. Ja, genau. Stolze Eltern waren Prinz Akishino und seine Frau Kiko. Wieso sagst du das immer so? Akishino! Ich weiß nicht, die Japaner reden das so komisch. Akishino, dann hol mich! Nein, tun sie nicht. Du redest schon. Tun sie nicht? Nein, tun sie nicht. Okay, aber hört sich für mich, für meine Ohren irgendwie so an. Reden ganz normal. Oh, ganz normal. Oh. Genau. 6. September. 6. September 1995. Nach einem unterirdischen französischen Atomtest auf Mururoa Atoll kommt es auf Tahiti, der Hauptinsel, zu Französisch-Polynesien, zu schweren Unruhen. Schaufenster wurden eingeworfen, Häuser in Brand gesteckt, auf die Residenz des französischen Hochkommissars wurden Molotow-Cocktails geworfen. Der Flughafen der Insel wurde völlig zerstört und das war auch der Grund, warum Frankreich dann Fallschirmspringer und Fremdenlegionäre entsandt hatte, um der Polizei im Kampf gegen die Atomgegner zu unterstützen. Das war am 6. September. Was da alles passiert ist. Hammer hat, also ich bin wirklich stolz, dass du das einfach so... Habe ich mir jetzt einfach so aus meinem... ja, genau. Hast du den nirgendwo abgelesen? Nee. Kann man nicht lesen, weißt du. Ganz freie Rede. Das war's für heute. Schaltet morgen wieder ein. Diesmal dann wieder mit Sascha. Wer ist denn morgen noch mit dabei? Er wird sich zeigen. Und mich seht ihr in ein paar Tagen wieder. Entschuldigung, mit Sophie. Was hast du denn so dreckig? Ja, sag ich dir später.